Leute, einen wunderschönen guten Morgen aus Winterberg. Ich bin gerade eben angekommen und chill jetzt hier gerade, warte noch auf den Robert. Der kommt nämlich jetzt noch nach. Der hatte ein bisschen Stau und Verzögerung, aber das kann ja mal passieren, ne? Gerade wenn man unter der Woche in den Bikepark fährt. Hier ist relativ viel los auf dem Parkplatz gerade und ich bin gespannt, wie schlimm es am Lift wird, ey. Ich erwarte schon Böses. Und so viele Kiddies. Uiuiuiui. Das kann heute was werden. Aber ich war tatsächlich dieses Jahr nur bei Dirt Masters einmal in Winterberg. Und deswegen wollte ich mir das Ganze nochmal anschauen, bevor die Offseason losgeht. Oh, Leute, ich muss mich jetzt umziehen. Und ich habe hier mehrere Sachen zur Auswahl. Ich habe hier dieses Base Tee. Dann habe ich auch ein Jersey. Ich habe ein T-Shirt drunter. Ich weiß nicht so richtig, was ich anziehen soll, weil ich nicht weiß, wie schlimm kalt es sein wird. Ja, müssen wir mal schauen. Eigentlich habe ich alles dabei auf jeden Fall. Also erfrieren werde ich auf jeden Fall heute nicht. Leute, ich wusste gar nicht, dass mittlerweile bei Unleashed diese Dinger hier dabei sind, sodass man gar keine Kabelbinder mehr braucht. Aber ich hatte gerade schon Sorge, dass ich die Kabelbinder vergessen habe. So, danke an MTBs und Spree, dass ihr mich versorgt habt, damit die Gabel hier jetzt auch noch einen Mudguard bekommt. Weil wer weiß, wie das Wetter ist und wie die Strecken aussehen. Leute, der Robert hat es auch geschafft. Moin. Mal wieder rein zufällig. rein zufällig haben wir uns hier im Bikepark Winterberg heute getroffen. Ganz komisch, auch sehr nah aneinander geparkt. Zufälle gibt's. Ja, es ist voller als ich dachte tatsächlich. Ich bin sehr gespannt, wie es unten am Lift ist. Sonst müssen wir halt die ganze Zeit Schneewittchen-Trail fahren. Ne? Mhm. Da ist immer leer. Oder wir gehen da hoch, in den Trailpark. Erstmal müssen wir uns ein Parkticket kaufen. Ja, ein Parkticket, ja. Also Leute, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Bei den Ticketpreisen, die wir eh schon haben, dass man dann hier noch ein 5 Euro Parkticket zahlen muss, ich weiß ja nicht. Na Freunde, wir starten auf den Schnellchen oder Ferry Trail, wir wissen es noch nicht. Wir haben jetzt gerade eben nochmal die Beläge gewechselt, die André mir gegeben hat, danke dafür nochmal. Und aktuell noch kein Quietschen. Ja, wir starten jetzt hier runter. Und ich bremse ein bisschen meine Beläge ein. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat der Bikepark Winterberg oder The Mother nicht so gutes Feedback bekommen dieses Jahr. Ob es jetzt die Umbenennung war oder dass die Strecken in einem schlechten Zustand waren und. All diese Dinge wollte ich einfach gerne mal selber testen. Wie ich schon erwähnt hatte, war ich dieses Jahr wirklich gar nicht hier, außer beim Dirt Masters. Und ich dachte mir, hey, prüfen wir das Ende der Saison einfach nochmal und geben am Ende mal so ein kleines Fazit ab, ob der Bikepark Winterberg wirklich so schlecht ist, wie er diese Saison weggekommen ist. Ganz cool. Leute, guck mal. So knapp vom Ziel und trotzdem stehen geblieben. Zum vierten Mal auf einer Auffahrt. Irgendwann geht's recht. Ja, hier geht's rein. Richtig lost. So, der Plan ist, ein Stückchen Flow Country zu fahren. Und dann gibt's ja da dieses Stückchen der Enduro Line, auf die man abbiegen kann. Oh, hier geht's schon los.
shit. Highline wäre besser gewesen. Ah, fuck. Das meinten wir, das Stück. Das kam jetzt ein bisschen schneller als erwartet. Aber das wollte ich gerne mal sehen. Allgemein natürlich alles, was so ein bisschen neu ist hier. Boah! Boah! Tricky. Aber ich muss auch einfach mehr die Highline fahren. Das ist doch Quatsch hier. Ah! Falsches Pedal vorne. Mocke. Wo ist der Robert? Also dieses kleine Enduro-Stückchen. Eigentlich ganz nice. Ah! Was ist los? Gesperrt. Kann man den mit aufmachen? Scheinbar nicht reingekommen. Ist der Robert schon weg? Liftschlange geht klar da unten. Aber es fehlt einfach ein bisschen die Orga, dass da nicht so viel gedrängelt wird. Da steht jetzt auf dem großen Schild nicht ausgeschildert tatsächlich. Also North Shore ist leider zu. Druckpunkt von der Bremse gerade ganz komisch. Wir wollen mal auf die Loose Lee hier starten. Ui. Das ist ein bisschen matschig hier. Uiuiui, Schlamm. Hier ist ja eine der hochfrequentierten Strecken. Deswegen ist es ziemlich auch die Beschaffenheit heute. Jetzt hier im Teil geht es total. Oh, manche Bremsbälle aber wild. Das ist dann schon schwierig, ne? Finde ich immer. Wenn die Bremsbälle so hart werden, dass du danach irgendwie die Kontrolle fast schon verlierst. Aber ich glaube einfach, das große Problem ist hier, dass es so lange immer feucht ist und dann durch den feuchten Boden natürlich die Bremswellen immer so gut einarbeiten. Anstrengendes Unterfangen hier gerade.
zulassen. Und das machen die Bremsen. Nicht unbedingt einfacher. Boah. Boah, das Loch ist aber gefährlich. Ja. Boah, Digga, ey. Alter, Bremswellen. Übel. Oh. Oh, die Schlange wird immer länger, ey. Ist das bei den Saisonbike-Karten? Ist das auch mit Foto, also diese Kurven hier, die feiere ich so gar nicht. Oh, das Stück ist zu. Ja, dann brauchen wir Freeride. Ja, dann darfst du wieder vor. Okay. Schade, jetzt wird es erst interessant. Robert zündet aber auch immer hier krass, ey. Schon sagen. Boah, den auch tricky. Oh, gut ausgewaschen hier. Oh, der Robert steigt schon direkt ein. Perfekt. Einmal die Downhill. War der Baum schon immer da? Wahrscheinlich, ne? Alter Vater. Hier war auch über die Highline eigentlich, aber da bin ich jetzt gar nicht reingekommen. Ja, schön war es nicht, aber okay. Der ist weit genug vor. Boah, ist das eklig, hier reinzufahren. Ich hatte mal eine Zeit lang einen Helm, der saß nur noch so locker. Und dann, wenn du so einen Sprung gemacht hast und die Landung ein bisschen unsanft war, dann war es so boah, und dann hing der so und dann konnte ich auch gar nichts mehr sehen.
Challenge, ohne Pedalieren. Okay. Guck voll die Mocke da, ey. Gewesen gerade. Fast gelegt auf der letzten Abfahrt. Du? Ja. Das Vorderrad im Anleger gerutscht. So Leute. Fertig mit dem Biketag im Bikepark Winterberg. Oder ja, der Mother heißt das jetzt eigentlich. Ja, was soll ich sagen? Ich wollte ja heute mal so ein bisschen testen, ob der Bikepark Winterberg, der hat ja viel Feuer gekriegt die letzten Jahre, muss man einfach so sagen. Und ist es gerechtfertigt, dass man den Park so krass abhatet? Ich finde nicht. Es ist so ein paar Sachen, die sind schon ja nicht so geil, wie zum Beispiel jetzt 5 Euro Parkgebühr, obwohl man ein Liftticket zahlt. Aber keine Ahnung, ob der Bikepark da überhaupt Einfluss drauf hat oder nicht. Was auf jeden Fall Sache ist, die machen halt viel wieder. Also es ist, die Strecken waren gut gepflegt, war wirklich vollkommen in Ordnung. War ich so gut von Winterberg tatsächlich auch gar nicht gewohnt. Also es war jetzt so mit Abstand eigentlich von der Streckenbeschaffenheit die das Beste, was ich bisher gesehen habe oder erfahren habe hier in Winterberg. Es waren fast alle Strecken offen. North Shore, klar, es war feucht heute, deswegen war die wahrscheinlich zu oder was weiß ich warum. Aber alles in allem kann man das schon machen. Allerdings, für mich ganz persönlich ist es so, dass ich es in anderen Parks lieber mag. Also ich finde die Strecken relativ kurz dafür, dass man relativ lange dann im Lift steht, weil es einfach krass voll ist. Was auch so ein bisschen noch mit reinspielt, ist, dass ich so das Gefühl habe, dass hier echt das Publikum relativ jung ist und dementsprechend heute war es vollkommen in Ordnung. Irgendwie war jetzt nicht irgendwie, dass wieder Leute krass vorgedrängelt haben, außer am Ende, aber das war ein Erwachsener. Ja, war es vollkommen okay heute. Allerdings ist es wirklich einfach so ein Park, glaube ich, für die jüngere Generation irgendwie. Habe ich so das Gefühl. Aber mir macht es auf jeden Fall Spaß hier, auch wenn wir nicht alle Strecken heute gefahren sind. Aber ich finde es auf jeden Fall, ist es ein Besuch wert. Ich mag es aber einfach nur von der Atmosphäre her, mag ich es einfach in Willingen zum Beispiel lieber. Und in Greenhill zum Beispiel haben die einfach aus diesem kleinen Berg, haben die einfach, was die Strecken angeht, viel mehr rausgeholt, was die Streckenlänge angeht. Und das ist hier in Winterberg schon, du bist schon wirklich schnell unten. Wir haben
zwischen den Abschnitten kaum Pause gemacht, aber trotzdem kam es einem so vor, wie als wäre es ja, irgendwie trotzdem schnell vorbei. Also auch wenn man komplett durchfährt. Ja, aber ich finde oder bin auf jeden Fall der Meinung, dass dieses krasse, stell euch mal kurz hier ab, dass dieses krasse negative Feedback, was Winterberg nun mal die letzten Jahre so ein bisschen bekommen hat, nicht gerechtfertigt ist. Also finde ich wirklich so verkehrt und kacke, wie das manche dargestellt haben, ist es einfach nicht. Und es macht auf jeden Fall trotzdem immer noch Spaß und ist ein schöner Bikepark und ja, also ich finde alles in allem, man kann natürlich jetzt wieder über die Preise diskutieren, weil das ist schon echt mit einer der teuersten Parks, glaube ich, mit 43 Euro. Plus natürlich hier Parkticket, aber trotzdem, also kann man machen, finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt. Hat sich für mich gelohnt, war ein schöner Trip, war nochmal so kurz vor Ende der Saison und ey, wir haben jetzt unter der Woche gerade und es ist einfach voll gewesen und ich finde, da gibt doch einfach der Erfolg dem Ganzen trotzdem irgendwie recht, auch wenn man... Wenn manche sagen, jo, Winterberg ist, weiß nicht, ist nicht mehr so cool oder was auch immer. Also ich bin immer der Meinung, desto mehr Bikeparks es gibt und desto mehr Bikeparks wir in der Umgebung haben, desto besser für uns alle. Und alle Parks geben sich dementsprechend auch ein bisschen Mühe, weil es gibt natürlich jetzt mehr Konkurrenz, was auch wieder gut für uns alle ist. Und ja. So, es klappert jetzt hier extrem, deswegen muss ich das Video gleich beenden, Leute. Hier auf der Buckelpiste vom Parkplatz runter. Lasst gerne ein Abo da und schaut mal gerne auch beim Robert vorbei auf Instagram. Und ja, wir sehen uns in den nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao.